looks fit. Your goal is our challenge. Hi, hier Dennis aus Trier. Der Lockdown, ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wird sich nochmal etwas verlängern bis Anfang, Mitte März. Und dann haben wir uns einfach gedacht, wir machen nochmal ein paar Workouts, damit ihr nochmal ein bisschen was zu tun habt, euch weiter fit halten könnt. Sind ja schon einige bei uns auf dem Kanal drauf. Schaut auch da nochmal gerne in die alten Workouts rein. Auch die sind natürlich nicht schlecht, aber heute gibt es dann einfach nochmal neue. Und genau, das erste Workout beginnen wir einfach mal mit so einem Band. Ob ihr jetzt genau so ein Band habt oder vielleicht auch nur ein Terra-Band zu Hause habt, die kann man beide, denke ich mal, einsetzen für das Workout. Und ja, grundsätzlich machen wir es so, dass wir immer 15 bis 20 Wiederholungen machen und das Ganze dann für 3 bis 4 Runden. Alternativ kann man auch hingehen und sagen, okay, ich mache es für 30 Sekunden und dann immer mit 30 Sekunden Pause dazwischen. Auch da seid ihr ein bisschen flexibel. Probiert vielleicht mal beides aus und dann seht ihr ja, was euch besser gefällt, was euch vielleicht auch mehr anstrengt. Und ja, viel Spaß dabei. Die erste Übung sieht so aus, wir nehmen das Band, stellen uns mit den Füßen drauf. Hier, wenn ihr so ein Band zur Verfügung habt, dann könnt ihr das einfach hinter den Kopf, in den Nacken, in die Schultern reinbringen. Wenn es da zu stramm sein sollte, einfach ein Handtuch vielleicht noch drunter legen und dann machen wir mit in dieser Position, ich stelle mich mal seitlich, einfach ein paar Kniebeugen. So durch das Band wird das Ganze natürlich ein bisschen intensiver, aber ihr bekommt eigentlich auch ein ganz gutes Feedback noch über das Band hier an den Seiten der Oberschenkel. Das heißt, ihr merkt auch so ein bisschen, was machen die Beine, gehen die nach außen, gehen die nach innen weg. Also könnt ihr es ganz gut kontrollieren. Wenn man jetzt nicht so ein geschlossenes Band hat, dann kann man zum Beispiel beim Terra-Band das auch einfach hier vor dem Körper halten und so dann in die Kniebeuge reingehen. So geht schön tief, so wie ihr könnt. Sofern keine Knieprobleme da sind, Knie schön nach vorne schieben, Belastung über den gesamten Fuß. Ich denke, die meisten von euch kennen das mittlerweile, wissen, worauf man zu achten hat. Nehmen wir hier das Band weiter, machen eine Ruderbewegung. Stellen nochmal die Füße hier rein, machen eine Schrittstellung, genau. Oberkörper neigt sich ein bisschen nach vorne, versucht den Rücken so ein bisschen gerade zu halten. Die freie Hand hier einfach auf dem Knie abstützen und dann ziehen wir hier nach oben, gehen wieder runter, Schulter locker machen und beim nach oben ziehen die Schulter schön nach innen ziehen. Versucht so Richtung unteren Bauch, Hüfte zu ziehen. Das ist die Bewegung. Logischerweise das Ganze auch dann über die andere Seite. Oberkörper neigt nach vorne, freie Hand abstützen und dann hier nach oben ziehen. Und wenn ihr den Schritt größer macht, dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Also so könnt ihr die Intensität dann auch selbst ein bisschen steuern. Kleinerer Schritt logischerweise wird das Ganze etwas einfacher. Genau. Nächste Übung. Wir nehmen das Band hinterm Körper vorbei, so unter den Achseln durch und gehen dann von außen in das Band mit dem Daumen so rein. So haben das Band jetzt circa so auf Brustbeinhöhe hier. Aufrechter Stand. Ellenbogen nach außen so ein bisschen. Schaut oder achtet darauf, dass sie nicht auf Schulterhöhe sind, sondern so ein bisschen runter. Dann gehen wir mal hier in die Streckung nach vorne, kommen wieder zurück. Lohnt auch wirklich die Schultern schön nach vorne zu schieben und wieder nach hinten kommen. So, das geht logischerweise auch im Liegen, auf dem Boden, also wie das klassische Bankdrücken in Rückenlage, dass man es dann einfach nach oben wegdrückt. Das war jetzt die dritte Übung. Jetzt gehen wir noch weiter, machen ein bisschen was für die Schulter. Das heißt, hier stellen wir einen Fuß rein, greifen das Band und heben den Arm hier seitlich nach oben an. So eine leichte Beugung im Ellenbogen drin lassen und das Ganze auch über beide Arme. Logischerweise auch die andere Seite, versucht im Oberkörper schön gerade zu bleiben. So, je stärker das Band ist, ihr merkt es schon, umso kleiner wird natürlich der Bewegungsumfang, aber trotzdem kriegen wir eine Belastung in die Schulter, in die Schultermuskulatur rein. Genau, einfach seitlich annehmen. Genau, diese Übung. Dann Füße hier reinstellen.
machen wir einen Bizeps-Curl. Ellenbogen so seitlich am Bauch ein bisschen fixieren und die Arme hier nach oben beugen. Das ist dann der Bizeps-Curl, sodass wir da die Armmuskulatur noch ein bisschen mit abdecken. Ganz genau. Als letzte Übung machen wir dann noch, ach, schon eine vergessen, wir wollen noch den Deadlift machen. Stellen uns mit beiden Füßen hier rein. Hier ist es jetzt so, je tiefer ihr das Band greift, umso schwieriger wird die Übung oder die Ausführung. Das heißt, schön sucht euch eure Intensität raus. Rücken ist gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und ihr schiebt die Hüfte nach vorne, Gesäß schiebt wieder nach hinten raus. Diese Bewegung. Und versucht dann, wenn ihr oben seid, die Pobacken schön zusammenziehen. Genau. Das ist diese Übung. Und damit die Bauchmuskulatur nicht zu kurz kommt, letzte Übung. Wir nehmen die Beine hier nach oben, Rücken ist auf dem Boden. Wir nehmen das Band hier einfach so leicht nach außen ziehen und dann Richtung Füße den Rumpf einrollen. Jo, prima, das war das erste Workout für heute. Ja, mit so einem Band, Terraband, wie auch immer. Natürlich funktionieren die meisten Übungen auch, eine Kniebeuge zum Beispiel. Auch ein Deadlift geht auch ohne Band, logischerweise, dass man eine kontrollierte Bewegung durchführt. Aber in erster Linie natürlich mit Band, um auch eine gewisse Intensität reinzubringen. Viel Spaß damit und wenn es Fragen gibt, dann meldet euch einfach bei uns.